Was Ähnliches hatten wir gebraucht, um unsere Waffe aufzuwerten. Ich glaube, wir waren bei Dunkelschmiedestein 5. Kann sein, dass wir inzwischen auf 6 hochgegangen sind. Oder noch mehr. Taubenetze herbar. Mehr Kräuter und mehr Schmiedesteine. Hallo. Moin, 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 moin. Guck mal, eine Abbildung des Chats. So sehen Lurker aus. Tschüss. Der versucht uns zu tracken. Tschüss. Das ist Heilung der Ordnung. Ja, dann heile mal die Ordnung. Die ist doch eh ein bisschen kaputt. Die wird wahrscheinlich nicht stark sein und man wird sie nur als Magier oder als Glaubemensch benutzen können. Aber Heilung klingt ja prinzipiell erstmal immer gut. Der Folge DVD. Überlebe alles oder schnetze sie alle nieder. Je nachdem, auf welcher Seite du bist. Da hat wieder einer gelogen. So, hinten. Hallo. Mehr Loot. Goldtausendfüßler. Lecker. Sowas möchte ich in meiner Hosentasche haben. Ein Tausendfüßler. Das kribbelt dann immer so schön an den Beinen. Ich glaube, hinter dem Wasserfall stehen noch ein paar Gegner. Ich glaube, da ist eine Tür hinter dem Wasserfall. Aber nur so ein Gefühl. Mit einem Schmiedesteinchen. Und nochmal so ein Tausendfüßler. Sag ja, die krabbeln so schön. Da liegt noch einer. Das ist das Brüderchen. Damit innere Ordnung erlernt. Aha. Na dann, tschüss. Die Betrachter des Todes. Hey, der ist doch tot. Ah, wir können seinen Bruder beschwören. Deswegen die Zwillingsrüstung. Weil das die und die, die Zwillinge sind. Oh, das sind Destan und Dunbed. Genau, Doppel-D. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, Destan und Dunmet waren zwei Charaktere in Fire Emblem. Wobei Destan ein optionaler Charakter war, den man für seine eigenen Leute rekrutieren oder halt töten konnte. Und im zweiten Teil ist er wieder aufgetaucht und dann ist den Entwicklern eingefallen, das ist ja voll doof, weil wenn man den im ersten Teil gar nicht übernommen hat, dann macht das gar keinen Sinn, dass der da ist, weil man hat ihn ja eigenhändig getötet. Und dann haben sie aus Deftan Dunwet gemacht, der exakt genauso aussieht und quasi der Zwillingsbruder. Hui, I'm firing my laser. Oh, apropos Zwillinge. Ich glaube, das sind auch zwei.
Waren das zwei Charaktere? Es sind zwei verschiedene Charaktere. Beziehungsweise er behauptet steif und fest, dass er nicht Deathdown ist. Also. Laut Lore sind es zwei verschiedene Charaktere. Ui. Achtung, die Wirbel. Oh, die Wirbeln fallen den Gift auf. Schade. Die sind ja mal lustig. Okay, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Hust, hust. Das wird bestimmt hervorragend funktionieren. Ich möchte gern wahrscheinlich genau da hoch zu dem goldenen Ding. Ah. Mal wie nah dran ist. Moment. Mal auf Tränchen umstellen. Achso, ich verliere die Hälfte meiner HP, wenn ich den beschwöre. Jetzt war ich minimal mit der Steuerung überfordert. Okay. Ja, sehen einsammeln. Hast ja recht. Hast ja recht. Aber ich habe gerade so einen schönen Hit gelandet. Der musste noch eben raus. Bringt er einfach wieder weg, während ich da anfange anzugreifen. Oh. Warte. So. Komm hier. Schade. Da kam ich nicht mehr rechtzeitig zum Rollen. Aua. Reicht jetzt. Au. Okay, jetzt werden sich beide auf mich konzentrieren, weil Tränchen ist weg. Hui. Ich kümmere mich erstmal um den, der eh schon angeschlagen ist. Die werden wahrscheinlich kein Friendly Fire haben. Oh. Wieder Gift, ganz viel Gift, ganz viel Gift. Aua. Jo, da ist der Giftatem. Schön raus da. Jo, mach du mal. Der macht eine Runde den Helikopter. Jetzt kommt der nächste mit dem Giftatem. Stop it! Wann soll ich denn angreifen? Ich hätte gerne den anderen. Sieh mal bitte den anderen an. Ja, den da. Den habe ich gemeint. Hui. Na, jetzt sind wir auch vergiftet. So, können wir jetzt wieder den da anvisieren? So, das war. Ey, da habe ich ja gar keine Schnitte gegen. Die machen ja nur in einer Tour einen Giftatem nach dem anderen und du kommst einfach nicht an die ran. Hieß. So, erstmal Trophäen einsammeln. Und jetzt, let's go. Bring mein Laser. Und da ist schon direkt der Giftatem. Den hätten sie doch echt weglassen können. Oh.
Ja, da ist das Tränchen ja schon kaputt, ehe wir wirklich Schaden ausgeteilt haben. Aber gut, wir lassen uns davon jetzt nicht beeindrucken. Fahrzeug noch ausgerichtet, sehr schön. Zack. Dann war jetzt schon fast die Hälfte. Dann war die Hälfte und jetzt noch kurz auf die Schwachstelle, ehe der zweite mit reinkommt. Bis der zweite uns eingeholt hat, können wir jetzt noch schön weiter auf den angeschlagenen hauen. Vielleicht kriegen wir den noch down, bis der erste uns erreicht. Der zweite. Der Spätief war böse. Je nachdem, auf welche Waffe sie wechseln, haben sie natürlich auch unterschiedliche Angriffsmuster. Und jetzt kommt wieder der schöne Giftatem, sodass man ja nicht rankommt. Und da kommt der zweite Giftatem. Und wir bleiben natürlich erstmal auf demjenigen, der schon angeschlagen ist. Jawohl, komm du mal ran. Der Rest bleibt erstmal ein bisschen hinten. Oh. Und schade. Das war jetzt aber auch ungünstig, dass er am Anfang gleich zweimal Gift gemacht hat und direkt die Träne umgehauen hat. Das ist halt fies. Jo, wiederbeleben. Fieses Ding. So, einmal kurz umstellen. So, erstmal kurz Seelen holen. Dann einmal wieder voll heilen. Okay, wenn du nicht willst, pack dich an. Au. Da hätte ich früher drücken. Ein Giftnebel blöd sein. Und da raus. Komm, Tränchen. Oh, Tränchen wurde gerade schön umgekriegt. Können die eigentlich hier links einfach machen? Au. Jawohl. Jetzt lass ich einen blöden Gift nehmen. So. Ist okay. Kommt dann einfach erstmal raus. Oh, schade. Das ist hier genau rausgesprungen. So. Nein, Gift jetzt. Das wäre eine schöne Chance gewesen, aber er musste unbedingt die Giftnebel noch durch. Schade. Sehr geehrter Herr Lüchner, wunderschön, wunderschön. Das war schade. Der hätte jetzt auch sehr schön werden können, der Kampf. Er hätte runterfallen können und ich hätte nochmal schön erwischt, wenn er jetzt nicht die Giftnebel gemacht hätte. Knackig. Definitiv. So, alleine wäre der nicht ganz so sehr das Problem, aber dadurch, dass ab der Hälfte ja noch ein zweiter dazu kommt, ist halt nackig. Und ärgerlich ist natürlich, wenn man extra den Blutschwung für Mana benutzt,
Und dann springt er in dem Moment weg. So, wechselt er auf den Axt. Und jetzt in der... Genau das meint. Aber bei diesen Felsenkämpfen scheint irgendwie ungünstig zu sein, weil du kannst ihn halt nicht richtig treffen, weil immer, bis du auf dem Felsen drauf bist, ist er halt schon wieder über allem. Also das Terrain ist nicht zu unserem Vorteil. Aber du kannst halt nicht bestimmen, wo er hingeht, zumal wenn er sich ja auf die Träne konzentriert, ist er noch weniger bestimmt, wo er hingeht. Uiuiui. Und zumindest noch mal ein bisschen erwischt und da kommt direkt wieder der Giftnebel. Wenn er dann so halb tot ist und nur noch in diesem Giftnebel drin steht, ne? Richtig ätzend. Als Magier wiederum viel leichter, weil du kannst natürlich auch einfach dann auf Fernkampf stehen und dann ist dir das Gift völlig egal und du kannst einfach so wegstehen. Hm. Oh. In dem hat er zwar getroffen, aber die anderen zwei Schläge hat er halt den Felsen. Oh, da kommt genau wieder der Giftatem rein. Ne? Das ist aber auch so knapp jedes Mal, ne? Man denkt sich jedes Mal, so stinkst du jetzt zu deinem Tod, aber nein. Da bleibt noch mal auf der Kante. Schade. Oh, da ist der nächste Giftnebel, damit du ja nicht mehr angreifen kannst. So, einmal Mana kurz wieder auffüllen. Den machen wir nochmal. Huhn verfolgen. Huhn ist aber auch was fein. So, nochmal. Wir wechseln schon mal auf die Träne. Und wie immer, kurz Tränchen beschwören. Mal rüber switchen. Einsammeln. Und jetzt geht's ab. So, schön weg von den Felsen direkt. Au. Sagte sie. Ja, fang erstmal mit dem Giftatem an. Gar kein Problem. Wir wollten dich auch gar nicht bekämpfen oder so. Alter, direkt nochmal. Okay, das ging nicht mal in meine Richtung, aber egal. Oh, der war schön. Der war nicht so schön. Au. Haben wir? Aber das war schon mit unserem Tränchen. Au. Das war tatsächlich ein schöner Hit. Oh, komm schon. Schade. Da wäre gerade die Schwachstelle offen gewesen. Nee, jetzt nicht hier rumgiften. Alter, bis auf dem letzten kann ich dem ausweichen. Aua. Au.
Schade. Nur draufhauen führt halt nicht zu viel. Alter. Wenn dieser Giftatem nicht wäre, ne, dann wären die so leicht. Okay, leicht werden sie immer noch nicht, aber definitiv leicht her. Helge, hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir nehmen den einfach mal mit. Warum denn nicht? Habe ich tatsächlich im Vorbeilaufen eben auch schon überlegt, ob ich den nicht einfach mitnehme. Hallo, Geist? Komm mal mit. Nehme einen mehr mit. So, dann darf der natürlich auch gerne mitmachen. Au. Du mit deinem blöden Gift. Jetzt hockt er schon wieder in diesen Felsen drin. Da kam gerade die Axt um die Ecke. Und deswegen überholt man nicht vor einem Hügel. Der war aber auch nicht schön. Jetzt im Gift ist die Schwachstelle offen, natürlich. Schlung, kann man ausweichen. Aber der die überlebt ganz gut. Ja, dann geht weg mit euren Giftwolken. Jawohl. Haben sie mehr Gift bestellt? Au. Ja, das war's mit die. Ja, du mich auch, Giftatem. Komm her, ich hole dir noch eine Portion auf die Maul. Kommt der nächste und wirbelt den Giftatem von hinten rein. Alter. Da fange ich auch schon an zu husten vor lauter Gift. Schlimm. So, nochmal. Ja, den nehmen wir mit. Dann wechseln wir aufs Tränchen, warten eben, bis er fertig geladen hat. Und jetzt rein in den Nebel. Erstmal Klingeling. So, und jetzt erstmal sammeln. Ah, meine Nacke. So, die Herrschaft. Ich bin da, I'm helping. Au. Warte. Kämpfen wir auch schon wieder hier oben auf dem Hügel.
Komm her. Gib mir Schwachstelle. Nein? Okay, dann jetzt kurz Heiltrank. Au. Macht nichts. Machen wir nochmal Heiltrank. Und da kommt direkt der nächste Giftnebel und der auch wieder. Alter, könnt ihr vielleicht irgendwas anderes machen? Dankeschön. Das ist mir lieber als in drei Giftpfützen zu stehen. Warte. So. Fliegt er eh gleich wieder weg? Au, das war ein ungünstiger Zeitpunkt zu trinken. Blink. Nein! Er hat mich runtergeschubst. Brech. Brech. 21,5 Stunden, holy moly, hallöchen Törtlein, wunderschön, wunderschön. Guten Morgen. Keine Sorge, bevor du dir Sorgen machst wegen Gesundheit und so. Wir haben von Mitternacht bis 8 Uhr geschlafen. Also es klingt gruseliger, als es ist. So, alles andere weg, damit man es nicht aus Versehen anklickt. So, wir vipen gerade ein bisschen an hier so zwei Gargoyle-Bossen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Kannst du schon die Feiertage genießen? Habe ich einen Zangen plus G Schlafstream verpasst? Ja! Da war aber auch nicht viel zu verpassen. Also wir haben den ersten Sabaton als VOD laufen lassen und haben dazu geschrieben, wann es weitergeht und das war's. Hast nichts Spannendes verpasst. Jawohl. Wachstelle treffen, gerade wichtiger als sich um vergiftet sein kümmern. Ein bisschen kümmern tanken. Aber der Schaden von dem Wachstellentreffer ist halt richtig wichtig. So. Schade, ein bisschen zu spät gedrückt. Kommt der andere und giftet erstmal wieder direkt rein. Auch leer. Boah, wieder das Gift los. Seht ihr, das ist das Unfaire an den Zweien. Einer von beiden ist immer am Gift. Und dann kannst du da halt nicht mehr stehen. Und da giftet der Nächste. Immerhin beschäftigt die den anderen so ein bisschen. Also unser NPC-Kollege. Schön ausgewichen und rein da. So, Gargoyle 1 down. Jetzt muss nur noch der zweite. Schön ausgewichen. Klingenwirbel. Tut ordentlich weh. Letztes Heilmittel. Hm.
Am Anfang ist es auch schon raus, aber jetzt fehlt wirklich er oder wir. Zieh dich mit deinem Gift. Für ihn rein. Wieder Gift, ein bisschen weg von den Steinen, die machen es gefährlicher. Lung. Da hat er krass ausgeholt. Aber ist okay, wir leben. Schade! Oh, so knapp! Oh, der war richtig knapp!